Ihr wolltet mich sehen? Ja. 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 Bulle! Schon gut! Ey, Boss, die Sala, tell the shot. Ja, ja, meine Seele ist Staub. Deine ist allerdings überall auf dem Boden verteilt, also. Ja. Tut mir leid, Boss. Ich dachte, ich brauche vielleicht Verstärkung. Aber ich schätze, ich bin es nicht mal wert, dass man mir fähige Leute auf den Hals setzt. Hättet ihr Lust, euch zu rächen? An wem denn? Den gesamten Benasrat? Abgesehen davon war das hier kein ernsthafter Angriff. Zwei Kerle mit Klingen gegen mich? Das ist kein Mordversuch. Das ist eine Formalität. Sie wollen einfach nur klarstellen, dass ich ein Tel Vashoth bin. Ein verschissener Tel Vashoth. Ihr habt euch seit Jahren wie ein Tel Vashoth verhalten und es hat euch nicht verändert. Ebenso wenig wie euch das hier verändert. Damals habe ich nur eine Rolle gespielt. Das hier ist mein Leben als einer von diesen. Ich habe in Seheron hunderte Tel Vashoth getötet. Banditen, Mörder, Bastarde, die sich vom Kuhn abgewandt hatten. Und jetzt bin ich einer von ihnen. Ihr seid kein Tel Vashoth. Das ist ein Wort der Kunari. Und ihr folgt nicht länger dem Kuhn. Ihr seid der Eiserne Bulle, der Söldnerhauptmann der Inquisition. Damit kann ich leben. Ach, wie auch immer. Ich werde hier sauber machen und Rotschöpfchen darüber informieren, was passiert ist. Boss, egal was ich vermisse oder bereue, das hier ist der Ort, an dem ich sein will. Der Eiserne Bulle steht an eurer Seite. Ihr könnt grinsen, so viel ihr wollt. Diese Runde gewinne ich. Verspottet ihr mich etwa, Kommandant? Ich wusste gar nicht, dass das in euch steckt. Warum versuche ich überhaupt? Inquisitor. Ihr wollt gehen? Heißt das, ich habe gewonnen? Ihr streitet euch doch nicht etwa, oder? Ich streite mich nie. Ihr solltet euch einfach mit meinem unausweichlichen Sieg abfinden. Danach fühlt ihr euch gleich viel besser. Ach, tatsächlich. Ich habe nämlich gerade gewonnen. Und ich fühle mich hervorragend. Werdet jetzt nicht überheblich. Dann seid ihr nämlich unausstehlich. Ich sollte mich ebenfalls wieder meinen Aufgaben zuwenden. Es sei denn, ihr hättet vielleicht Lust auf ein Spiel. Baut schon auf, Kommandant. Dieses Spiel habe ich als Kind mit meiner Schwester gespielt. Sie hat immer so selbstgefällig gegrinst, wenn sie gewonnen hat, was ständig der Fall war. Also habe ich wochenlang mit meinem Bruder geübt. Ihr hättet ihren Gesichtsausdruck sehen sollen, als ich dann endlich gewonnen habe. Durch meine Aufgaben für die Templer und die Inquisition habe ich sie seit Jahren nicht mehr gesehen. Ich frage mich, ob sie immer noch spielt. Ich fürchte, ihr werdet die Niederlagen aus eurer Kindheit erneut durchleben. Dieser Sieg gehört mir. Ich glaube, wir haben noch nie so viel Zeit miteinander verbracht, ohne über die Inquisition zu reden. Oder etwas, das mit ihr zusammenhängt. Um ehrlich zu sein, bin ich froh über die Ablenkung. Wir haben genug zusammen durchgemacht, um die Förmlichkeiten zu vergessen und einfach miteinander zu reden. Ja, ich denke, das haben wir. Nun, ich schätze, ich habe gewonnen. Was? Das kann nicht sein. Dorian betrügt auch immer.
Ich wäre überglücklich, wenn ich nie wieder einen Fuß in den Winterpalast setzen müsste. Und zwar gar nicht so sehr wegen des Tratsches und der Intrigen. Ich weiß, was das Spiel beinhaltet. Aber diese Gleichgültigkeit allem gegenüber. Es war auch nicht unbedingt mein Fall. Eigentlich hätte es mich nicht überraschen dürfen. Die Kirche kann genauso sein. Ihre Politik ist vielleicht weniger ausschweifend, aber sie ist ebenso verbissen. Die Kaiserin herrscht über ein Land. Der Einfluss der Göttlichen erstreckt sich über einen halben Kontinent. Das wäre vorerst alles. Dann bis zum nächsten Mal. Was kann ich heute für euch tun? Wiedersehen. Euer Gnaden. Dann wollen wir doch mal sehen. Hey Boss, wie geht es euch? Könnt ihr mir mehr über Saharan erzählen? Es war ein verdammt übler Ort. Und er wurde noch übler, als ich weggegangen bin. Mit den Nebelkriegern, den Telvashor, meinem Volk und den Winds hatte man Glück, wenn mal ein Tag ohne Blutvergießen vergangen ist. Was wollt ihr wissen? Was könnt ihr mir über die Nebelkrieger erzählen? Sie waren die Schlimmsten unter den Rebellen. Ihre Spezialität waren heimliche Angriffe. Sie haben diesen Nebel erzeugt. Ich habe nie irgendwelche Magier gesehen. Also denke ich, es war Alchemie. Sie waren darin nahezu unsichtbar. Einmal war ich auf dem Marktplatz auf Patrouille, als der Nebel aufkam. Es gab nicht das geringste Geräusch und zack, war die Hälfte meines Trupps tot. Das klingt beinahe, als würdet ihr sie bewundern. Sie haben kein Gift verwendet, keine Zivilisten verletzt und sie waren verdammt gute Kämpfer. Das muss man respektieren. Außerdem setzten sie den Winds ebenso schwer zu wie uns. Zu hören, wie irgendein verängstigter Magister im Nebel »Meine Sklaven! Wo sind meine Sklaven?« schreit, zaubert mir immer ein Lächeln ins Gesicht. Erzählt mir von den Telvashors.
Wenn Kunari mit den Kämpfen in Sahara nicht klarkommen oder den Glauben an das Kun verlieren, werden sie abtrünnig. Sie fliehen in die Wildnis und werden zu Banditen, die jeden angreifen. Sie sind grausam und wild. Man muss sie sich nur ansehen, um zu verstehen, warum mein Volk das Kun brauchte, um zivilisiert zu bleiben. Aber ist das nicht genau das, was ihr getan habt? Hey, als es mir zu viel wurde, bin ich nicht abtrünnig geworden. Ich habe mich gestellt und bin dahin gegangen, wohin mich die Ben Hasrat schickt. Ich erfülle hier draußen meine Aufgabe und diene dem Kun. Ich bin kein dreckiger Bandit. Ich habe nichts mit ihnen gemein. Wie ist die Lage für die ursprünglichen Bewohner, Sir Harrens? Ich erinnere mich an so einen Kerl. Er hat in dünnes Brot gewickelte Fische verkauft. Er war nett. Ich habe mich jeden Morgen mit ihm unterhalten. Eines Tages habe ich ihn nach seinen Rückenschmerzen gefragt. Er war nervös und hat versucht, mir mit seinen Augen irgendetwas mitzuteilen. Plötzlich haben seine Gehilfen Messer gezogen und meinen Trupp angegriffen. Die Rebellen hatten ihn gezwungen, mein Essen zu vergiften. Und dann? Ich hatte gesehen, wie nervös er war. Und ich hatte nichts gegessen. Ein paar meiner Jungs hatten nicht so viel Glück. Wir haben die Rebellen getötet. Zwei meiner Männer sind an dem Gift gestorben, ein weiterer durch Stichwunden. Und mein Freund mit den Fischröllchen starb mit einem Messer in der Kehle. Es war ein Gemetzel. Und er ist zwischen die Fronten geraten. So ist die Lage für die ursprünglichen Bewohner Saharans. Erzählt mir etwas über die Tevinteraner, gegen die ihr gekämpft habt. Die Winds haben jeden Herbst Truppen nach Saharan entsandt. Ich schätze, sie mochten wohl die Sommerhitze nicht. Wir hatten einige gute Kämpfer an den Stränden. Wir standen im knietiefen Wasser mit blutroten Schaumkronen und brennenden Schiffen um uns herum. In den Städten war es schlimmer. Wollt ihr einen kostenlosen Rat? Lasst nicht zu, dass die Inquisitionstruppen in Stadtkämpfe verwickelt werden. Warum hasst ihr die Truppen Tevinters so sehr? Was macht sie so schlimm? Es sind nicht ihre Armeen, sondern ihre Spione. Sie haben Saharan ständig im Blut getaucht, indem sie Loyalisten ermordeten und Rebellen unterstützten. Alam zum Beispiel hatte keinen Stadtverwalter. Niemand wollte diesen Posten, nachdem die letzten vier Verwalter innerhalb eines Jahres gestorben waren. Dass man versucht, ein Land zu erobern, ist eine Sache. Aber dafür zu sorgen, dass niemand dort leben kann, das ist einfach nur beschissen. Bis später, Bulle. Es war nett, mit euch zu reden, Boss. Hey, Boss, wie geht es euch? Bis später, Bulle. Es war nett, mit euch zu reden, Boss. Inquisitor. Was gibt's? Freut mich, das zu hören. Ein Jammer, dass aus der Allianz mit dem Volk des Häuptlings nichts geworden ist. Er hat noch nichts gesagt, aber er spürt es. Euer Gnaden.
Gütiger Erbauer. Dalish. Alle ermordet. Die meisten von ihnen waren unbewaffnet. Sie hatten keine Chance. Das sind unsere Männer. Der Kommissar uns freiwillig hilft, verdient keine Gnade. Richten wir ihre Reihen ein bisschen. Theos Männer hatten einen Teil eines Siegels. Wissen Sie überhaupt, was es öffnet? Was es auch ist, es war es nicht wert, diese Elfen zu töten. Die Smaragdritter. Sie patrouillierten einst an den Grenzen der Dales, um das Volk der Elfen zu beschützen. Die Dalish sahen in ihnen romantische Helden. Die Kirche bezeichnete sie als ruchlose Schlechter. Ich denke, in gewisser Weise hatten beide Seiten recht.
ich das vielleicht übernehmen? Komm, lass mich mal versuchen. Thank you.
eines der elfischen Artefakte ist ganz in der Nähe. Ausgezeichnet. Die Schutzzauber sind wieder in Kraft.
das ist es. Ich frage mich, was die Elfen hier zurückließen. Das ist ein Bericht über Rotkreuz. Der Angriff der Elfen auf die Stadt war der Auslöser für den erhabenen Marsch gegen die Dales. Das würde die Dalish gewiss interessieren. Die Kirche würde sich für den Bericht sicher auch interessieren.
gibt Neuigkeiten, die für euch von Belang sein dürften. Setzt mich ins Bild. Das könnte uns helfen. Inquisitor, ich habe Informationen für euch. Setzt mich ins Bild. Das hier könnte sich als nützlich erweisen, Sir.